Bienenfreunde. So, war es das jetzt hier mit der großen Schwärmerei? Also, aktuell sieht es gerade so aus. Mir ist ja vor ein paar Wochen ist mir das Volk hier hinter mir, das ist mir abgeschwärmt und hing dann zum Glück gleich hier drüben im Baum. Gibt es auch ein Video davon, wie ich das wieder eingefangen habe. Und bei der Kontrolle danach, bei meinen zwei anderen recht großen Völkern, also bei dem hier zum Beispiel, hatte ich jede Menge Königinnenzellen gefunden. Also die waren quasi auch auf dem Sprung. Die hatte ich dann alle gebrochen. Und glücklicherweise, so wie es aussieht, habe ich auch alle erwischt. Aber das war so eine Zeit, ich habe die alle gebrochen. Das Wetter wurde immer wärmer. Und ich habe jeden Tag gedacht, na, heute gehen sie ab. Heute sehe ich sie am Baum hängen und jeden Tag habe ich immer so ein bisschen geguckt. Aber nichts passiert. Zwischendrin war auch noch Honigernte. Und ich denke, das waren so die Faktoren, warum es dann vielleicht ganz knapp doch nicht abgeschwärmt sind. Also die Massentracht ist vorbei erstmal, die erste mit dem Raps. Der ist verblüht, da ist nichts mehr los. Dann war Honigernte zwischendurch. Also die haben auch nicht mehr so viel Futter drin, dass die Königin guten Gewissens sagen kann, naja, ich mache jetzt hier los und die sollen sich schon eine neue Königin ziehen. Königinnenzellen waren natürlich auch alle nicht mehr da. Ja, die hatte ich alles kaputt gemacht. Ja, und damit war erstmal der Druck raus aus dem Volk. Und bei meiner letzten Kontrolle, da habe ich auch eigentlich gedacht, naja, ich finde ja wieder jede Menge Königinnenzellen. Aber nichts. Gar nichts mehr. Alles, was noch so ein bisschen übrig war, von denen, die ich gebrochen hatte, wurde zurückgebaut. Es gab insgesamt 2 Spielnäpfe, unbestiftet. Also super, besser könnte man sich gar nicht wünschen. Und auch bei dem anderen Volk, was jetzt da hinten noch steht, da war genau das Gleiche in Grün. Jede Menge Königinnenzellen, alle gebrochen, auch diesmal alle erwischt. Weil das war das Problem bei meinem, was geschwärmt ist. Da hatte ich auch die Zellen entdeckt und habe gedacht, ich habe alle gebrochen, habe aber leider eine tatsächlich übersehen. Eine Königinnenzelle übersehen und damit waren die halt auch weg. Ja, und jetzt scheint der Druck erstmal raus zu sein. Ich hoffe, das war es erstmal für das Jahr. Ich werde trotzdem weiterhin noch diese ganz starken Völker noch ein bisschen schröpfen und damit meine Ableger verstärken. Vielleicht werde ich auch irgendwann noch mal einen letzten Ableger bilden. Da will ich auch noch nicht so genau. Eigentlich will ich nicht so viele Völker haben. Aber vielleicht mache ich noch einen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Genau, also ich werde es weiter im Auge behalten. Und hoffe aber, dass es das war. Und ja, würde mich mal interessieren, wie die Erfahrungen bei euch so sind. Ob da auch jetzt mit einem Schlag sozusagen die Schwarmstimmung erstmal nach unten gegangen ist. Oder ob es das bei euch noch anhält. Ja, Bienenfreunde, so viel von der Schwarmstimmung von hier. Tschüssi!